Mein Name ist Michael Gressner. Ich bin in Deutschland Bühnen- und Kostümbildner im deutschsprachigen Theater, meist im Schauspiel, manchmal in der Oper tätig. Ich hoffe oder bin mir sicher, dass, jetzt habe ich gerade was gefunden, dass meine Eindrücke, die ich hier sammeln werde, in meine Theaterarbeit in Deutschland einfließen werden. Was mich anweht morgens früh, gleich räume ich mein Zimmer um. Sowas Schönes machen wie malen, Haargel vergessen, noch einen Bademantel kaufen. Die Dosis ist hoch. Es reicht, heute ganz Russland und China überflogen zu haben, das erste Mal Helsinki berührt zu haben und dann ein paar Minuten Japan auf dem Bürgersteig gestanden zu haben. Viele Autos sehen hier aus wie viele Gesichter. Alle glänzen. Langnase, Kurznase, Motorhaube kurz, Motorhaube lang. Der Globus schrumpft so unangemessen, wenn man fliegt. Dann steigt man aus und alle haben einen Po. Es gibt Autos mit 4 Gummireifen und Baustellen. Ich muss zugeben, ich suche mir stets die Adressen aus, die auch wirklich meinem Bild vom Ort, an dem ich sein will, entsprechen. So. Fürsorge und Sorgfalt. Wenn ich zurückkomme, werde ich viel gelernt haben und mein Leben ein anderes sein. Da bin ich mir sicher. Hässlicher Gartenzwerg, was stört den Deutschen im Ausland, sieht er seine eigene Flagge. Klar ist, dass ich hier nicht deren Kunst imitieren brauche. Das interessiert hier niemanden. Aber ich muss ja auch nichts machen, was jemanden interessiert. Man zeigt hier stets mit beiden Händen, wo es lang geht, wo der Platz ist, wann Schluss ist und so weiter. Der Dienstmann ist hier sehr verbreitet und trägt weiße Handschuhe. Wie viel Tempel will man sehen? Ich gebe hier so schnell nicht auf. Gestern am Sonntagabend gab es Risotto. Auf meinem Einkaufszettel steht heute: Der Lack ist ab, ich laufe links. Fotografieren kann auch ein Laster sein. Böse Zungen sagen, die Villa Kamogawa sehe ein bisschen aus wie eine Kreissparkasse. Ganz lieb gegrüßt, draußen zirpt es schon wieder. Gleich mache ich mir eine Bierdose auf, deren Schriftzeichen ich nicht entziffern kann. Es ist Vollmond, Autowaschen ist hier vielleicht ein bisschen wie Sex. Alles ist blitzblank, man sieht niemand die glänzenden Karossen waschen. Die Berge und meine Wanderung halfen mir. Ich schlief auf dem Puckel im Zelt auf dem Heiligen Berg. Irgendwann in der Nacht wünschte ich mir ein Erdbeben, um den Puckel, auf dem ich schlief, zu spüren. Umarmung, Heiliger Berg. Bäume umarmen, sagt Sarah. Ich denke mir, alle kochen nur mit Wasser. Ich bin doch nicht krank, nur der Rechner, dieser scheiß Rechner. Ich will was mit Händen machen, bloß was. Heute ist es anders. Beobachten muss ich nicht mehr. Ich staune nicht mehr über die Atemmaske, das schwarze Haar, die kippenden Köpfe der Schlafenden, Schuhe, Schuluniformen und vorbeiziehende Stadtlandschaften. Heute schreibe ich euch beiden. Swastika und Butterfahrt. Ein Land, in dem der Helm im Schrank liegt und der Hinweis, nicht erschlagen zu werden, häufiger fällt, als mir lieb ist. Der Busfahrer trägt weiße Handschuhe und dennoch klebt der Grind zentimeterdick in der Beisel, dem Imbiss, der Grillstube, wo wir immer essen gehen. Irgendwas Wichtiges wollte ich schreiben, zum Beispiel, dass mein Projekt, im Folgenden nenne ich es lieber meine Beschäftigung, einen Namen braucht. Wie geht es dir? Bist du wieder in Osaka? Endlich ist es mit dem Regen vorüber und in Kyoto färben sich die Bäume so, wie es die Touristen erwarten. Mitate ist ein Begriff, den ich erst hier kennengelernt habe. Vielleicht bekleidet er meine Vorgehensweise in meiner Arbeit ganz gut. Gerne stelle ich zwei unterschiedliche Welten nebeneinander und vertraue dem Dritten, was dann entsteht. Früher sagte ich immer, tue zwei unterschiedliche Dinge auf der Bühne und vor dem geistigen Auge des Betrachters entsteht etwas Drittes. Das ist auch die Herangehensweise innerhalb der Konzeptions der Filmbilder, die ich hier versuche einzufangen. Dazu möchte ich dich erneut einladen.
Dann gibt es ein Toast oder Onigiri oder beides. Oder man isst hier viel Ei. Gerne roh. Ich glaube, ich schrieb darüber. Pampe heißt dann das Reisgericht plus rohem Ei. Die Drinks werden immer mit gigantischem Eis serviert. Bier, Schnaps, Sake mit faustgroßen Eisbrocken. Das war ein toller Laden. Ob ich den wiederfinde, liebe Lisa? Unter meinem Tisch ist ein heilloses Kabelgewirr aus Doppelsteckern und Adaptern. Die Zahnbürste am Rand der Badewanne kommt vor dem Gang zur Bäckerei. Die liegt hier gegenüber des Flusses und ist ähnlich Prenzlauer bergig. David Bowie hat einmal von der Bühne herunter gesagt, vor 3 Tagen. 3 Tage, das ist eine lange Zeit. Das werde ich nie vergessen. Erstens, weil es aus seinem Mund kam und zweitens, weil es sehr gut beschreibt, wie sehr sich die ganze Welt in einer Minute oder einem Quadratmeter befinden kann. Auch hier wieder ein Begriff meines persönlichen Algorithmus. Erstmal anziehen. Erst einmal gefrühstückt, Toast mit Fischsprossen. Du gehst schlafen, ich stehe auf. Im Bad läuft das Radio. Danulat Gräf Gozo. Das heißt, dein Gedicht rührt mich sehr, dass ich mich mit meiner deutschen schönen Wut mitsamt dem Heimweh sehr wohl fühle darin. Ein Satz für dich zum Tag, lustig gemeint. Ich leide darunter, ein fröhlicher Pessimist zu sein. Zweiter Satz heute, das Internet ist eine Hypothese, die nicht hält, was sie verspricht. Dieter fand auch meinen Satz, man ahnt gar nicht, wie viel wenig ist. Gut. Dein Benny Siegler.